Danke, meine Damen und Herren, heute wieder mal ein Festprogramm. Danke. Und wir alle sind ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja? Diese Olympischen Spiele waren doch wirklich ein Traum. Unsere amerikanischen Freunde waren großartige Gastgeber. Sie haben sich gefreut, dass auch andere Länder mitmachen. Alles war fantastisch. Thüringen, das viert erfolgreichste Land der Erde. Und jetzt, ja, aus Thüringen? Ja, herzlichen Glückwunsch, das muss man mal sagen. Ja? Thüringen ist auf Platz 4. Und dann gab es doch diesen großartigen Läufer, den wir alle so bewundert haben, Johann Mühleck, Deutscher, der für Spanien startet. Jetzt dieser Ärger mit dem Doping. Und es muss hart sein für ihn jetzt in Spanien. Ja? Die Presse macht über ihn Witze, im Parlament wird über ihn geredet, der König hat gesagt, kann ich nicht mehr, geh ich nicht essen. Ja? So ist das. So ist das. Und zwar haben Sie mitgekriegt, wie er sich gedopt haben soll? Mit den Eierstöcken von chinesischen Hamstern. Das Präparat soll gewonnen werden aus den Eierstöcken von chinesischen Hamstern. Als ich gehört habe, dass das Doping sein kann, habe ich gesagt, streich dir sofort bei uns in der Kantine vom Speiseplan. Er muss eine Goldmedaille zurückgeben, über 50 Kilometer. Sie wissen, er muss die Goldmedaille über 50 Kilometer zurückgeben und die kriegt jetzt sein Arzt. Viele sagen sich, wie kann ich eigentlich Doping erkennen? Das muss ich doch reinschauen. Gut, die sind sehr schnell, die wirken sehr kräftig, die werden nicht müde. Aber zum Beispiel Sportler, die sich dopen durch Eierstöcke von chinesischen Hamstern, erkennen sie daran, sie haben die Nüsse in den Backen. Und wie heißt das Mittel, das er genommen hat? Wie heißt die Substanz? Darbepoetin, wer hat das gewusst? Sind Sie Pharmazeutin? Also Sie können es sich einfach so merken. Ja, und ich konnte es mir auch merken. Ich lese es jetzt ab, Sie wissen, ich bin ehrlich. Ja? Ich lese es jetzt hier, aber ich kann es mir merken. Und konnten Sie sich so merken oder haben Sie sich eine Eselsbrücke genommen? Welche ist das bei Ihnen, welche Eselsbrücke? Das ist verwandt mit dem Erythropoetin. Kommen Sie im weitesten Sinne aus der Branche? Ärztin. Herr! Was für eine? Allgemeinmedizin. Oh, das ist ja toll. Obwohl, ich bin ja eher so für Spezialisten. Ja? Aber Allgemeinmedizin, überweisen Sie schnell oder machen Sie... Bitte? Ja, ich bin privatversichert. Ja, ich unterschreibe auch alles. Sofort, wenn ich in die Praxis komme, ich lege erstmal Geldbündel auf den Tisch. Wirklich. Und überweisen Sie schnell zum Facharzt oder machen Sie es? Ja. Toll, toll. Gastroenterologen. HNO-Ärzte, alles habe ich sozusagen, meine ganze Wohnung ist danach ausgerichtet, wo ich schnell bei welchem Arzt bin. Welche Klinik hat eine Stroke-Unit? Ist das wichtig oder nicht? Das ist ganz wichtig, Stroke-Unit. Ja? Stroke-Unit. Wenn Ihnen plötzlich die Hamsterbacken hochkommen, ja, ist es wichtig, dass Sie nicht erst bei Dr. Pusch ins St. Aloysius Krankenhaus eingeliefert werden, wo man sagt, könnte Schnupfen sein oder Herzkasper. Sondern Sie müssen eine Stroke-Unit, wo Sie gleich 4 Liter rohrfrei reinkriegen. Habe ich recht? Mein war jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Aber Sie können sich das merken. Und ich musste mir Darbepoetin durch eine literarische, weil ich nur mit Literatur beschäftigt bin als Adeins-Mitarbeiter. Und zwar, ich habe es mir gemerkt, Darbepoetin, das Mittel klingt wie der Imperativ, der eine Schriftstellerin auffordert, sich einzuschränken. Darbepoetin. Dann Münster, unsere sympathische Uni- und Bischofsstadt. Man glaubt es nicht, 35% aller Verkehrsunfälle in Münster werden verursacht durch betrunkene Radfahrer. Ja, und zwar ist es so, die meisten Radfahrer verunglücken, weil sie entweder betrunken sind oder Möllermann sich in ihnen verheddert bei der Landung. Oder sie bleiben beim Abbiegen kleben in der Frisur von Götz Alsmann. Vielen Dank, Herr Passlick. So. Und das ist wichtig. Unsere Polizei kann am Fahrstil erkennen, welche Art von Drogen der Fahrer zu sich genommen hat. Betrunkene Radfahrer fahren Schlangenlinien. Ja?
Ein bekiffter Radfahrer bleibt vor jeder bunten Ampel stehen. Und wer auf Ecstasy ist, fährt ohne Sattel. Helmut Schellen and the Carter Family. Ring of Fire, Johnny Cash, der gestern 70 Jahre alt wurde. Und gestern, meine Damen und Herren, haben Sie noch mal die ganze Klasse unserer Band gesehen. Ja. A Boy Named Sue. Ja, und es war nicht abgesprochen. Es war auf Zuruf. Und es gibt Tanzkapellen, die haben 50.000 Titel einfach drauf. Verstehen Sie? Wie ein Musikautomat. Bling! Und dann spielen sie alles. Und unsere Band, und das ist das Großartige, ist so elitär, sie weigern sich, gewisse Stücke überhaupt nur zu kennen. Ja, sagen, nein, spielen wir nicht. Nicht unter, ist unter unserem Level, spielen wir nicht. Und sie haben gestern nur via Gehör, auf Zuruf, sich in der zweiten Strophe so reingeschafft gehabt, dass er am Schluss ein komplettes Arrangement. Ja. Das hat mich so dermaßen beeindruckt. Das ist die ganze Klasse unserer Band, meine Damen und Herren. Helmut Schellen and the Carter Family. Und heute Abend, meine Damen und Herren, heute Abend haben wir einen Gast, den ich zutiefst verehre. Und wenn Sie uns regelmäßig sehen, wissen Sie, das kommt selten vor. Er ist Lyriker und Dichter. Und ich habe mal einen Artikel von ihm gelesen, der hieß, warum ich kein Satiriker bin. Und trotzdem ist es so, dass jeder, der jemals in Deutschland versucht hat, eine witzige Zeile zu schreiben, sich an ihm orientiert. Seit ich weiß nicht wie vielen Jahren als Autor tätig. Lange Zeit beim Satiremagazin Titanic, lange Zeit unter anderem für Otto Walkes geschrieben und. Aber ist heute mittlerweile einer der anerkanntesten und besten Lyriker in Deutschland, der heute Abend eine Kostprobe seines Könnens von seiner aktuellen Lesetour geben wird. Robert Gernhardt heute Abend bei uns zu Gast. Wow. Wow. Auch das gleich im Programm, die 9 Autogrammkarten von Manuel Andrack. Meine Damen oder doch eher meine Herren, das wird Sie vom Schemel reißen. Das musst du nachher erklären, wo wurden die denn gemacht, dieses Foto? Das hier vorne. Einfach so? Das ist ja Wahnsinn. Das bedarf ja einer tiefen psychologischen Interpretation nachher. Dieses Rot, abgestufte Rot im Hintergrund gleich. Jetzt aber erst die aktuelle Umfrage. Was wäre, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Wir würden die Damen und Herren hier im Studio entscheiden. Morgen wird das Schnittergebnis Februar hier im Studio bekannt gegeben. Und morgen wird auch wieder bekannt gegeben zum zweiten Mal, wie würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Teams sich entscheiden. Letztes Mal waren es, glaube ich, 25% PDS, war das richtig? Nee, Grüne. Grüne. 25% Grüne und 9% CDU. Ja. Ja, bei uns im Team. Und ich weiß, aber das kann sich ja geändert haben jetzt. Es kann sich geändert haben. Ich weiß nicht, was mehr Überraschung ausgelöst hat und mehr Entsetzen draußen. Aber ich sage es nochmal, auch wir sind ein demokratisches Team. Ja? Jeder kann bei uns ankreuzen, wo er will. Da wird kein Druck gemacht. Da wird auch hinterher, gut, letztes Mal kam es zu unschönen Verdächtigungen, aber nur von Ausländern. Ja. Ja, und zwar nicht, dass Ausländer bei uns verdächtigt wurden. Nein, die ausländischen Mitarbeiterinnen vor allen Dingen, die französischen Mitarbeiterinnen, ja, haben unsere ehrlichen deutschen CDU-Wähler verdächtigt, wer es sein könnte. Denn bei uns stimmen auch die ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, damit wir sozusagen dieses paneuropäische Gefühl haben, damit wir schon weiter sind als das Grundgesetz. Heute wahlberechtigt 246 Damen und Herren. Gültige Stimmen 224, die Wahlbeteiligung wird auch immer größer. Ja. Ich glaube, ich setze mir bald einen Hut auf und nenne mich Erik bei dieser Wahlbeteiligung. Wirklich. 91,1% Wahlbeteiligung. Für die CDU-CSU stimmen heute 30,8%. Für die SPD 22,8%. Für die Grünen 11,2, für die FDP 20,1. Ja. Aber jetzt kommt es, für die PDS 15,2%. Thüringen. Natürlich. Thüringen. Goldmedaillengewinner. Ja. Wo
muss man ja auch mal sagen, profitieren ja noch vom Sport- und Leistungssystem der DDR. Wie alt sind diese Sportler? 20 oder so, 21? Ja, aber die sind ja. Und wie lange gibt es jetzt die deutsche Einheit? 10, 11 Jahre? Naja, also 12? Genau genommen 12. 12, ja, 12. Ja, 11,5. Also waren Sie damals 8? Ja, aber die sind ja da schon ausgeguckt worden. Ausgeguckt worden, ausgebildet, gesund ernährt, guter Trainer, kein Doping, alles das in die richtigen Wege geleitet. Viele sagen auch, Johann Mühleck zum Beispiel, ja, Sie glauben das nicht mit den Eierstöcken, mit dem chinesischen Hamster. Sie sagen, er hatte vielleicht kurz vor Wettkampf Sex mit einer chinesischen Schwimmerin. Neu! Manuel Andrack Autogrammkarten und der Andrack, der uns nachher gleich unsere fantastische, liebe KVB, die Kölner Straßenverkehrsbetriebe heißt das, ja, Verkehrsbetriebe, Straßenbahn vorstellen wird. Denn er war in seiner Jugend, während ich noch George Michael Poster über meinem Pony kleben hatte, da verehrte er die Straßenbahn. So unterschiedlich verlaufen Adoleszenzen. Das ist nun mal. Ja. Und er bekommt... aber ich habe ihn ja nicht sexuell verehrt. Also ich interessiert. Das würde mich mal Frau Kalvers interessieren. Frau Brigitte Kalvers. Auf Anhieb richtig gesagt, den Namen. Angelika ja. Heißt sie. Wie heißt sie? Angelika Kalvers und Brigitte Salisch. Was denn Brigitte Salisch? Barbara Salisch. Barbara Salisch. Zutiefst in Ihrer Schuld, Frau Kalvers. Frau Angelika Kalvers, Frau Barbara Salisch und Herr Alexander Holt. Genau. Morgen sage ich es richtig. Das gibt's ja nicht. Angelika Kalvers, ja. Barbara Salisch und Alexander Holt. Die drei. Ich muss an Angelique denken. So. Bitte? Angelique. Angelique und Darbe-Poetin. Darbe-Poetin. Herr Andrack bekommt natürlich jetzt stapelweise Post jeden Tag und ein Brief hat dich stutzig gemacht. Ja, ich habe einen Brief bekommen von Marie aus Stuttgart. Nur Marie? Ja, nur Marie aus Stuttgart. Das sollte einen schon mal verdächtig machen. Ja, genau. Ja. Und sie schreibt, ich würde Volksdrogenverherrlichungen betreiben, also dass ich jeden Abend Alkohol trinken würde und so weiter und so fort. Und schickt mir also alternativ so ein Stück... Haschig ist das, glaube ich. Also afghanischen. So sieht Haschig aus? Ja. Ich habe noch nie einen Joint in der Hand gehabt. Ich glaube, es glaubt mir keiner. Nee. Es glaubt mir keiner, meine Damen und Herren. Ich nehme täglich Dutzende von Tabletten. Ja? Ich bin nahezu jeden Abend besoffen. Ja. Aber ich habe noch nie im Leben einen Joint auch nur angefasst. Es hat mich dieses langhaarige Gesindel auf dem Torso, ja? Es hat mich angeekelt. Wissen Sie? Diese Leute, die das gemacht haben. Aber das ist, wenn hier natürlich, wenn die Leute gepflegt gewesen wären, oder wie man es jetzt in unseren Kreisen und so, wo wirkliche führende Mitarbeiter in anderen Produktionsfirmen Kokain nehmen und trotzdem toll aussehen. Ja? Da wäre ich natürlich vielleicht auch gefährdet gewesen. Aber ich wollte mit diesem langhaarigen Schmuddelgesindel, das sich zugedröhnt hat, in seiner versifften Ente nichts zu tun haben. Das heißt also, darf man das annehmen, so ein Geschenk? Nee, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Also, wir haben uns da erkundigt, also aus dem Archiv, Andreas Tenors hat sich erkundigt, bei dem Polizeipräsidium Köln. Mhm. Also schon, dass ich das habe, heißt, also selbst der Besitz geringer Mengen ist strafbar. Ja, aber du hast es ja geschickt bekommen. Ja, aber ich hab's ja jetzt. Ja, aber wie soll man das denn machen? Man kriegt einen Brief, muss man jetzt zum Postboten sagen, machen Sie ihn doch mal auf wie immer. Oder der Anbau, Erwerb, Handel, die Verabreichung und der Besitz ist verboten. Und sie hat es mir jetzt geschickt, also besitze ich ihn jetzt. Ja, aber das ist doch eine ganz heikle Frage. Das schreibt doch nach Den Haag. Oder ja. Was? Ich dachte zuerst, ich gehe vielleicht ins Publikum und schenke das irgendwem, der es brauchen kann. Ja. Schau sie an. Schau sie an. Ich hab's genau gesehen. Ja. Ja. Weißt du was? Weißt du, wer jetzt johlt? Alle die auch FDP gewählt haben.
Ich hab's mir genau gemerkt. Ja. Das Problem ist, also Eigenbedarf brauche ich auch nicht, also ich kiffe auch nicht. Und ins Publikum, das wäre aber schon versuchte Dealerei. Es gibt ja viele Dealer, die auch erstmal was verschenken, ja, süchtig machen und danach, ja, verkaufen. Genau, das ist ja das Böse. Und wir müssen den Brief und das Piece unbedingt bei der nächsten Polizeidienststelle abgeben. Ich bin aber jetzt trotzdem, ich komme wahrscheinlich straffrei aus, weil ich Ersttäter bin. Das ist eine Lücke in unserem Gesetz. Ja, das muss Herr Schiele wissen. Ja? Du kannst doch nicht, wenn du irgendetwas geschickt kriegst, das strafbar dafür sein, dass man dir das schickt. Anscheinend schon. Wieder von Vorteil, dass ich zum Beispiel 90% der Post, die an mich gerichtet ist, ungelesen wegwerfe. Bücherpakete, alles bling. Also mach nur blub, weil ich es in den Altpapiercontainer werfe. Also ist das jetzt juristisch geklärt oder bin ich jetzt zum Leitkriminellen jeden Abend hier zugange? Bist du jetzt vorbestraft oder was? Oder nein? Ja, mal gucken. Also wir bringen das jetzt mal zur Polizeidienststelle. Du bist sicher, dass du nichts geraucht hast? Oder? Okay. Kommen wir wieder zu einer Droge, die von unserer Gesellschaft leider viel zu sehr toleriert wird, zum Alkohol. Obwohl, das stimmt ja heute gar nicht, denn du trinkst ja aus Gründen der Fastenzeit alkoholfreies Bier. Ja. Welches Bier ist das heute? Das ist heute ein Alt-Ostheimer Schankbier. Ostheim ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo das ist. Klingt nach Eisenbahnererholung oder so. Urlaub im Ostheim. Ich habe auch mal in Köln-Ostheim gewohnt, deswegen trinke ich das heute. Ah, das ist ein schöner Bezug, denn das ist wirklich etwas, das wird Sie zu Hause, wenn Sie, wie ich, der älteren Generation angehören und ein bisschen die beschaulichen Stunden des Lebens zu schätzen wissen, dann werden Sie sagen, Donnerwetter, dieser Herr Andrack. Ja? Was hat er für schöne Hobbys gehabt früher und schön, dass er sie heute noch pflegt, denn deine Streetcar was your first love, kann man das sagen? Ja. Nein, nicht first love, so ein Quatsch. A Streetcar named Desire, hast du übrigens auch mal gespielt, ne? Ja. Kowalski, auf Englisch. Stanley. Ja. Und du bist also die Kölner Straßenbahn auf und abgefahren früher, fotografiert, Buch geführt? Richtig, genau. Gibt es da noch Unterlagen? Ja, ich hab ja vor anderthalb Wochen erzählt, dass ich da immer die Höchstgeschwindigkeiten der Straßenbahnfahrer aufgeschrieben habe. Und das Buch habe ich aber leider nicht gefunden. Oh. Was hast du denn für eins gefunden? Ich habe aber einen Mitgliedsausweis gefunden, erstmal, das ist jetzt nicht Straßenbahn, sondern Eisenbahn. Also die fand ich auch toll. Ja. Und da war ich im Pfiff-Club. Kennst du Pfiff? Nee. Das war die Jugendorganisation der Deutschen Bahn. Die hieß Pfiff? Ja, Pfiff, da hat man auch so ein Heft bekommen. Aha. Ja, und da habe ich so einen Ausweis bekommen. Ja. Pfiff. Der Pfiff-Club. Das ist aber schön, das sieht auch aus wie DDR-Club mit K, ne? Ja, genau. Ja. Und da warst du im Pfiff-Club? Ich war im Pfiff-Club, aber nicht lange. Also, ja. Weil da sollte man dann so, nee. Also, hab die Zeitschrift bekommen, ja, aber ich habe dann, interessiert dich das? Das finde ich fantastisch, weil ich wünsche, ich hätte solche Hefte auch noch. Ich habe Fußballreportagen früher in Hefte geschrieben, aber ich habe die Hefte nicht mehr. Ich habe zum Beispiel hier die Straßenbahn fotografiert während des Umbaus in Kalk. Und habe dann auch, ne? Hast du auch beschriftet drunter? Was, ja, ja, klar, da ist auch ein Text drunter. Linie 1 aus Richtung Bensberg biegt in Fietorstraße ab. Zeig, was steht auf dem Heft vorne drauf? Ich habe das gleiche auch mit Eisenbahnfotos. Fantastisch. Soll ich dir mal meine Lieblingsfotos zeigen? Ja. Also das hier. Ist da Eisenbahn drauf? Ja. War da ein Zug? Das sieht man doch, der Text beschreibt das auch. 7. August 78, auf der Strecke Kiel-Lübeck, fährt in Richtung Lübeck ein mit der 215 bespannter Zug. Das Foto ist nahe bei Eutin gemacht worden, aus ca. 400 Meter Entfernung. 7. August 1978? Ja. Da bin ich gerade zur Schauspielschule gegangen. Oh, echt? Ja, da kann man sehen, wie unterschiedlich so Lebens. Ja. Ja? Bitte sehen, wie ich aussehe. Ich habe auch ein Foto, wo ich mit drauf bin. In der. Die PDS-Vorsitzende war das. Was hat sie hat gestöhnt. Nein.
Zeig mal wieder dieses Foto, das ist super geil. So positiv oder negativ? Nee, bestimmt. Absolut fordernd, verlangend. Ja. Bist du das? Ein süßes Kerlchen. Wie alt warst du da? 12? 11. August 78 war ich gerade 13 geworden. Können wir das mal sehen? So sahen mal 13-Jährige aus. Die haben doch heute schon Ringe, dass du kein Gesicht mehr siehst. Alles gepierst. Das ist aber toll. Ja, ne? Und ist auch schön gemacht, weil der Zug eigentlich, und du bist gerade noch so im Anschnitt zu sehen. Ja, aber das Wichtige ist ja der Zug und nicht... Ja, ja, damals gewesen. Ja. Toll, diese Hefte. Ja. Wie viel hast du davon? Also ich hatte da mehr, ich habe nur noch die beiden gefunden. Gott sei Dank. Ja, ich würde das nicht mehr finden. Meine Mutter hat es vielleicht noch, ich weiß es nicht. Aber ich habe auch nicht Eisenbahn gesammelt. Also meine Fotos von Eisenbahn. Und das Tolle ist, ja, wenn Sie Fotos haben wollen von Herrn Andrack heute. So. Was ist daran toll mit dem Rot? Das ist, ich finde das unglaublich. Zum einen dieser Blick. Ja, es hat etwas Diabolisches für mich. Etwas Mephistophelisches. Mephistophelisches. Und das wurde einfach mal schnell so zack, zack gemacht. Unser Stadtfotograf, Rolf Jürgens, hat den. Fantastisch. Das. Manuel Andrack ist für uns noch einmal die Straßenbahnstrecke seiner Jugend hier in Köln abgefahren. Und Sie zu Hause können mitschreiben. Jedes Mal, wenn Sie von ihm den Satz hören, und da habe ich auch mal gewohnt, ja, können Sie sich ein Schlückchen Shampoos gönnen. So, wir sind jetzt in Longerich am Friedhof. Das ist die eine Endhaltestelle der Linie 6. Und die andere Endhaltestelle ist, wie man hier sieht, Marienburg. Das ist eines der besseren Viertel in Köln. Und wir fahren jetzt mal die ganze Strecke der Linie 6 ab. Ein Hobby, was ich früher hatte, war Blöckchen sammeln. Das sind also Blöckchen. Da waren früher die Fahrscheine dran. Und wenn die leer waren, ist man zum Fahrer gegangen und hat gefragt, haben Sie noch ein Blöckchen? Und wer die meisten Blöckchen hatte, war König in der Klasse. Das sind 63. Das ist nicht schlecht. Aber die richtigen Fanatiker früher, die haben es auf 75 gebracht. 63, nicht schlecht. Ich kann jetzt mal was zeigen, womit ich früher die Bahnfahrer immer geärgert habe. Hier in dieser Röhre steckt das Seil. Hier kann man das sehen, hier steckt das Seil für die Oberleitungsbügel. Mache ich jetzt nicht. Und da hängt oben hängt der Oberleitungsbügel dran. Und der Bügel geht ja immer an die Oberleitung und kriegt dadurch Strom. Und wenn man das hier so festhält, ich mache das jetzt nicht, wenn man das hier so festhält und die Oberleitung geht hoch, hat die Bahn keinen Strom mehr. Und dann muss der Bahnfahrer aussteigen und nachgucken und Bahn kaputt. Und dann lässt man natürlich los und dann tut man vor, als wäre es nichts gewesen. Ja. Wir fahren jetzt durch Weidenpesch. Weidenpesch ist berühmt für seine Pferderennbahn. Da habe ich auch schon viel Zeit verbracht. Meine Ex-Freundin hat da früher mal gearbeitet. Und da war ich eigentlich jedes Wochenende da. Und es ging auch mal das Gerücht, dass ich da fünfstellige Summen verspielt hätte. Das stimmt nicht. Nicht. Nein, höchstens dreistellige Summen. Keine fünfstellige Summen. Oh, neuer Rekord. 65. 66. 68. Und 70. 72, geil. 72, sehr gut. Sehr, sehr gut. Super. Hier in der Florastraße, Haltestelle Florastraße, habe ich auch mal gewohnt. Also nicht in der Florastraße, aber in der Simon-Meister-Straße bin ich immer hier ausgestiegen. Das Haus ist inzwischen abgerissen. Schade. Altes Kölner Bauernhaus. Musste ich woanders hinziehen. Sind wir am Friesenplatz, ein sehr stark frequentierter Kreuzungspunkt in Köln. Da bin ich früher sehr oft ausgestiegen, weil da habe ich mal gearbeitet. Weil
Hier steht das Kölner Kapitol und da haben wir ja früher die Show aufgezeichnet. Hier ist die Haltestelle Barbarossaplatz. Hier sind wir als Schüler immer hingefahren, weil hier eine der ersten McDonald's in Köln war. Einmal Fritten essen, 90 Pfennig. Und dann einfach wieder nach Hause gefahren. War ja alles kostenlos, Schülerticket. Also dreiviertel Stunde hin, Fritten essen, dreiviertel Stunde zurück. Die nächste Haltestelle ist gar nicht weit weg. Das ist die Haltestelle Rolandstraße und genau da habe ich auch mal gewohnt. Das will ich gleich mal zeigen. Ich habe sehr oft an Bahnlinien gewohnt. Ich habe mal am Henninger Weg gewohnt, an der 12. Ich habe mal an der Zülpicher Straße gewohnt, an der Linie 7. Jetzt fährt ja da die 9 lang. Und ich habe auch mal an der Rolandstraße gewohnt. Und die Wohnung kann ich ja mal zeigen. Das ist jetzt rechts neben dem Kiosk. Und zwar ist hier eine türkische Teestube. Oder, ach guck mal, die ist gar nicht mehr da. Und da drüben im ersten Stock, wo jetzt das Gerüst ist, da habe ich mal gewohnt. Ja, in dem Zimmer, hast du den Globus, da wo der Globus ist. Da habe ich gewohnt. Naja, 12 Quadratmeter, 3,85 Meter Deckenhöhe habe ich mir ein 6 Quadratmeter großes Hochbett reingebaut. Da hatte auch noch der Fernseher drauf Platz, das war spitze. Das ist natürlich jetzt hier eine herrliche Straßenbahnstrecke. Die Straßenbahn fährt durch die Allee. Herrliche Häuser links und rechts. Hier wohnt die Kölner Prominenz. Ich nenne jetzt nur mal, halb RTL wohnt hier sozusagen. Bärbel Schäfer, der Chef, Gerhard Zeiler. Dann natürlich Jochen Busse wohnt hier. Aber auch der Kölner Geldadel, also Freiherr von Oppenheim. Dort hatte ich mal das Vergnügen, geladen zu sein als Schüler. Also hier in Marienburg wohnt, kann man eigentlich sagen, alles in Köln, was Rang und Namen hat, was so ein bisschen neureich ist, wohnt in Hohenkirchen und Hahnwald. Da ist dann die Luft auch nicht mehr so gut, da weht es dann von Wesseling rüber. Und da ist dann öfters auch mal so eine Razzia. Aber hier ist die Welt noch in Ordnung. Unsere Kölner Straßenbahn. Fantastisch. Fantastisch. Wieso bist du eigentlich dauernd umgezogen? Ich habe in verschiedenen WGs gewohnt. Wie gesagt, das eine Haus ist ja dann abgerissen worden. Und ja, dann musste ich in einer anderen WG wohnen. Das war da an der Bonner Straße, Rolandstraße, über ja, dem türkischen Café, also mhm, Teestube. Man hat den Eindruck, du bist einmal pro Woche umgezogen. Nö, aber so innerhalb von, sag ich mal, 20 Jahren, so 10 Mal umziehen, ist doch nicht viel. Das stimmt. Achso, ich habe nicht gedacht, dass das 20 Jahre sind. Ja, eben. Achso, noch mit deinen Eltern zum Teil irgendwie umgezogen? Nein, nicht mit meinen Eltern. Aber wie oft bist du denn umgezogen? Ich? Ja. 10 Mal. Ja, eben. Ja gut, aber ich war Schauspieler. Ich musste ja permanent die Klitschen wechseln. Ja, und ich bin vielleicht in 20 Jahren oder in 15 Jahren 8-mal umgezogen. Na naja, gut, das geht. Ich dachte schon, hättest du eine Neurose. Nein. Umzugsneurose. Aber du hast eine Lieblingssendung, für die du auch mal gearbeitet hast, Geh aufs Ganze. Ja. Mit Jörg Dräger. Ja. Ist fantastisch. Und ich habe lange gerätselt, warum die heutige Folge, die wir zeigen, seine Lieblingsfolge war. Aber einen kleinen Augenblick Geduld und dann werden Sie wissen, warum das die Lieblingsfolge war. Schauen Sie mal bitte an. Einmal, wir drücken die Daumen. Es geht um die Tore 1, 2, und 3. Und Sie sagen mir bitte, welches der drei Tore ich als erstes aus dem Spiel nehmen soll. Tor 3. Tor 3, bitte auf. Jetzt geben andere Vollgas. Sie hätten im Dorf Münsterland mit Ihren Freunden eine Woche so richtig Gas geben können. Ihnen entgeht jetzt Go-Kart fahren und Rodeo reiten. Auch die Vorzüge des Dorflebens mit Halbpension, eigenem Apartment und Kutschenfahrt können Sie nicht genießen. Die Urlaubswoche hat einen Wert von 3.000 Mark. Einmal die nächste Entscheidung. 1 oder 2, welches soll raus? 1. Tor 1, bitte auf. Tor 2, bitte auf. Oh, jawohl, ja, da ist...
ist er. Herzlichen Glückwunsch. Slobodan Milosevic ist unser beliebtester und gemütlichster Diktator im Programm. Sie verbringen mit ihm einen romantischen Abend bei Kerzenschein. Anschließend geht es mit dem Flugzeug ab in Richtung Serbien, wo sie beide zwei herrliche Urlaubsorte verbringen werden. Ihr Ausflug mit Slobo hat einen sensationellen Wert von 32.000 Euro. Bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Mein heutiger Gast ist einer der